Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Force of Nature. Ja, die Kochstation ist fleißig Brot am Backen. Das macht sie ganz alleine. Bin ich auch sehr stolz drauf, dass sie das hinkriegt. Ja, wir versorgen uns ein bisschen mit Nahrungsmitteln, um im nächsten Kampf ein bisschen besser gewappnet zu sein. Und dann schlagen wir uns durch die Wildnis und versuchen, das Force of Nature Shard irgendwie unser eigen werden zu lassen. Zu diesem Zwecke würde ich da in der Region gerne ein Portal setzen. Und würde dieses Portal auch ganz gerne ein bisschen verteidigen. Deswegen klopfe ich jetzt hier mal noch ein paar Bäumchen um. Ich glaube, wir hatten auch noch Holzbalken in der Kiste. Werden wir uns dann auch noch zu Gemüte führen. Und dann können wir eine Palisade errichten und dann sind da ein bisschen geschützter. In diesem Baum lasse ich stehen. Den finde ich schön, der bleibt da. Dann haben wir jetzt auch schon einen Herr Goblin, der nur darauf wartet, auf die Mütze zu bekommen. Das kann er gerne haben. Überhaupt nichts gegen, solange ein paar Goldmünzen fallen lässt. Und wir sind hier natürlich nur auf Goldmünzen aus. Das ist die Gier, die uns treibt. Das immer weitermachen lässt. Uns Bäume fällen lässt. Unser Wut und unseren Zorn. So, und das sammeln wir alles ein und dann gehen wir mal zurück. Ist schon so ein bisschen heimelig geworden hier, ne? Jetzt nicht so, dass man sagt, boah, hier voll die mega Farm, aber wir haben eine Hütte, wir haben ein Bett. Das ist schon ganz cool geworden. Bin auch gespannt, wie sich das bautechnisch noch entwickelt. Ob wir da dann vielleicht auch die Möglichkeit haben, ein Haus mal selber zu errichten oder das Ganze dann vonstatten geht. Ja, ich bin gespannt. So, was macht unser Brot? Das Brot, das letzte ist in der Mache. Das heißt, wir können hier spontan noch mal ein bisschen was anpflanzen. Und es war, nehmen wir mal wieder den Weizen. Den brauchen wir, um unsere ganzen Tierchen zu füttern, die wir inzwischen hier angesammelt haben. Zwei Hühner, einen Hahn und eine Kuh. Die Kaninchen, die hier noch rumlaufen, die allerdings nicht uns gehören, sondern die gehören der Natur, die sind nur leihweise hier quasi als Austauschstudenten. So, dann können wir schon irgendwas wegwerfen, Pinien, Zapfen, Gedönsgelump. Okay, den Weizen tue ich mal hier ins Fach. Kompass müssen wir behalten. Was ist denn wichtig? Die Loks brauchen wir, die verbrauchen wir aber auch dann, wenn wir da angekommen sind, wo wir hinwollen. Die Butter brauchen wir. Das Brot können wir uns. Genau, ich hau mal mit der Axt auf den Tisch. Du machst jetzt bitte Käse. Und zwar 6 Stück. Dann haben wir frisch gebackenes Brot auf der 6, auf der 4, Entschuldigung, und ja, Charakteristik. Gut, wir brauchen für das nächste Level, brauchen wir dieses Piece of Force of Nature. Ich hatte zwischenzeitlich die Hoffnung, dass wir diese Quest nicht für den nächsten Level abbrauchen. Und dann hätten wir uns nämlich neue Waffen und Ähnliches craften können. Was ist das? Das ist die Quests, Baumenü, Crafting, Map, Enzyklopädie. Auf Level 7. Okay, was können wir da alles machen? Wir können uns einen Beduinenhut machen und Bronze.
Brandpfeile, Fellfüße, wenn wir uns einen Tee machen, der Gift entfernt, Maracas. Okay, das ist cool. Oh. Hallo. Ein Erdbeer ist her. Ich glaube, wir müssen Erdbeeren anbauen. Ich glaube, das ist das, was wir möchten. Erdbeeren anbauen. Gut, in der Zeit, wo unser Käse reift, schlagen wir uns da hinten nochmal ein bisschen in die Wildnis. Und schon mal den einen oder anderen Goblin töten. Irgendwo ist auch einer. Ich sehe nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Ach da. Hallo. Uff. Uff. Könnten auch ja, uns weitere Tiere zulegen. Ich habe gesehen, es gibt noch eine Ziege. Was gibt es denn noch? Ja, verschiedene andere Tierchen gibt es auf jeden Fall noch. So, da haben wir ein Schwein gekillt. Hier ist noch ein Schwein und ein Bär. Jetzt versuchen wir mal, wie das mit dem Pullen aussieht. Okay, das könnte funktionieren. Also er stand jetzt mitten zwischen den anderen. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, mit dem gezielten Schuss den da rauszuholen, ohne dass die anderen mitkommen. Das wäre dann die Taktik meiner Wahl, um ja, hier gegen die Bären anzukommen. Wir holen uns jetzt den Käse und dann geht's los. Ups. Ein Bär. Irgendwie habe ich mich jetzt verfranst. Warte. Wir müssen in die Richtung. Ah, hier. Glowing Amber ist fertig, da war glaube ich noch ein Kotelett im Feuer. Ja. Nehmen wir und essen das direkt. Der Käse. Dahin. Ein Baumenü, Instructions, Portal. Asche und Stein müssen wir uns holen. Wäre ich fast ohne losgelaufen, das wäre blöd gewesen. Asche nehmen wir mit und haben wir nicht mehr Stein. Und nur 5. Da war hier noch was dran. Ein bisschen Erz. Nein, da ist noch was. Ja, den nehmen wir komplett mit. Wenn wir ihn verlieren, dann ist es halt so. So. Der nächste Versuch. Ein bisschen aufgeregt. Hoffe, dass alles klappt. Hoffe vor allen Dingen, dass wir uns rechtzeitig zurückziehen können, wenn es denn kritisch wird. Jetzt angeln wir uns mal den Bären da, um warm zu werden. Mal ein bisschen rum. So. Der war jetzt Level 1 und macht trotzdem ganz gut Schaden. Ich glaube, die Bären, die wir da an der anderen Stelle haben, die sind Level 4. Jetzt mümmeln wir uns mal eine Erdbeere rein.
relativ viel Leben haben. Auf irgendwo noch ein Fuchs. Da ist der Fuchs. Wie macht der Fuchs? Jetzt muss ich mich auf den Fuchs konzentrieren. Okay. Das war hervorragend. Das war echt gut. Ja, doch. Das kann man als gelungenen Kampf ansehen. Es ist halt immer blöd, dass die Füchse dann weglaufen und wir haben ihn ganz gut mit dem Bogen erwischt. Tack. Wir haben halt jetzt auch null Rüstung, ne? Wir laufen da in unserer langärmeligen Unterhose rum und das war's. Könnten wir uns schon sparen. Ja, wir mausern uns zum Bärentöter. Hier ist nur Weizen und Rosmarin. Ja, das ist schon wieder ein Bär. Und ich genau in der Richtung, wo wir hin müssen. Ich möchte jetzt nicht gerade alle Bären auf dieser Map killen, sondern ich würde gern ein bisschen von dem Brot und dem Käse, was wir haben, übrig behalten. So, mal hier durchs Dickicht. Da kommt ein Schwein. Richtung müssen wir. Guck mal gerade, ob wir noch irgendwas anderes zum Essen im Inventar haben. Sieht aber schlecht aus. Wir haben rohes Fleisch, aber das können wir nicht essen. Dann ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, um ein Brot zu essen. Komme ich nicht runter. Oh. Weiter in die Richtung. Inzwischen Goblins Level 2. Da sind zwei Wildschweine. Dann nacheinander töten, nicht parallel. Das können wir ja anliegen. Vielleicht können wir uns das andere auch schenken. Oh, da ist ein Bär. Vielleicht können wir den Bär umgehen. Gut, tut uns nichts. Ich habe da gerade irgendwas gehört. Das könnte ein Fuchs gewesen sein. Er kommt nicht hier rüber, und dann in diese Richtung. Da durch. Nee. Das ist ein Schaf. Auch alles irgendwie überhaupt nicht bekannt vor. Okay, den Fuchs kriegen wir wohl nicht mehr. Boah, ist das dunkel hier. Wir müssen
die Richtung. Und da was? Ich sehe mal gar nichts. Panik. Wie sind wir denn? Oh, wir sind direkt in der Nähe. Gut, dann würde ich hier gerne das Portal hinsetzen. So, Decorations. Palisade. Wo sind denn Gegner? Ja, der sagt mir, ich kann nicht bauen, wenn Gegner in der Nähe sind. Oder steht da vielleicht noch eine Laterne von mir? Möglich. So. Jetzt zählt's. Oh, da kommt wieder alles. Okay, meine Lebenspunkte sind gerade relativ schnell hochgegangen. Gut, ich laufe nochmal in die Richtung. Das müsste jetzt da eigentlich alles frei sein. Ich habe halt jetzt keinem der Gegner auch nur einen Schadenspunkt gemacht. Das heißt, wir könnten das zwar nutzen, dass wir uns hin und her teleportieren, aber bringt nichts, weil ja, sobald wir stehen bleiben würden und die Gegner angreifen, würden wir uns wahrscheinlich so dermaßen zerroppen, dass das Ganze dann doch wieder ausartet und ich dann wieder im Dreck liege. So. Schweinchen. Ändert sich die Map oder laufe ich einfach nur jedes Mal einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Und hier ist ja auch zu.
Hier kann man, glaube ich, durchgehen. Ja. Das ist ein Schorf. Erwischt. Was halt auch ginge, wäre so eine Arschloch-Taktik, ne? Weiß nicht, ich probiere gleich mal aus, ob ich durch die Palisade schießen kann beim Bogen. Oink, oink. Wo? So. Ja. Uninteressant. Interessant. Findest du einen Weg zu mir? Hier vielleicht? Da ist eine Ziege. Langsam werden wir recht geübt mit dem Bogen. Ich bin jetzt aber auch irgendwie konzentriert hier. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ruhiger. Würde das doch ganz gerne schaffen. Meint man gar nicht, ne? Ja Mensch, wie kam ich denn da hin? So, da diese Richtung. Hallo Kuh. Hallo Schaf. Hier steht ein Goblin. Nee. Mäh doch selber. Nee, mäh du. Jetzt muss sich der Bär auch noch einmischen. Ja. Ich möchte doch einfach nur wieder dahin. Hallo. Ja, Taurus. Da will ich hin. Aber wie? It's me a Rätsel. Doch in die Richtung. Ich meine, da zeigt ja der Pfeil hin, ne? Und dann bin ich gleich wieder Bärenschaschlik hier. Ist ja auch ein bisschen mehr Sache. Destruction is under attack. Das könnte die Palisaden alle kaputt machen. So. Der erste Goblin ist down. Hoffe ich einfach, dass der Bär als letztes kommt. Weil dann habe ich eine Chance. Thank you.
sogenannte Opferpalisade. Die opfert sich nämlich jetzt dafür, dass ich hier weiterleben darf. Baumittel. Wir machen uns mal eben ein Lagerfeuer. Wir machen uns mal eben kein Lagerfeuer. Natürlich jetzt wieder dunkel wie ein. Ne? Wie ein Bärenarsch. Auf jeden Fall weiter. Lass uns koppeln. 2, 3. Okay, das ist überschaubar. Ausgesetzt, es kommen nicht alle gleichzeitig. Es kommen alle gleichzeitig. Höchste Konzentration. Atmen. Spitzhacke. Lass mich einfach einsammeln, ne? Ah. Wir haben sogar einen Erfolg dafür bekommen. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben diese Quest tatsächlich endlich abschließen können. Komm, du bist jetzt auch kein Problem mehr. Ich kill dich sogar mit der Spitzhacke. Nee, doch nicht. Was ist mit dem? Gut, alles andere ist erstmal unwichtig. Ich bin so froh, dass wir das Portal gemacht haben, sonst wären wir eben schon wieder verreckt. Wir machen uns nach Hause. An unsere Strandhütte. Quest. Get New Level. Das haben wir nicht mehr in dieser Folge, da brauchen wir noch ein bisschen Material für. Und was haben wir denn jetzt alles bekommen? Wir haben Ruby Chips bekommen und Amethyst Chips und Diamond Chips und Topaz Chips. Wir haben 2 Goldbarren bekommen. Und wir haben eine Force of Nature Shard. Das bedeutet, wir können, ich guck mal gerade, was für den Level Up erforderlich ist. Das war falsch. Characteristics. Wir müssen uns irgendwie noch Goldbarren organisieren. Gucken, ob wir noch Goldmünzen haben, aber die müssten wir eigentlich noch in der Kiste haben. Wir könnten uns da wahrscheinlich Barren draus klöppeln. Na komm, das machen wir noch. In die letzte Folge überzogen, dann machen wir das diese Folge einfach auch. Auch 15 Kohle und 9 Glowing Ember. Das sollten wir, glaube ich, noch haben. Kohle war hier drin. Ja, das war sehr, sehr schlau. Da haben wir so ein Inventar. Select, 1, 2, 3. Ja, das machen wir noch. Das würde ich gerne noch sehen. Und dann haben wir auch endlich die Möglichkeit, uns sowas wie eine Rüstung zu machen. Rüstung in Anführungszeichen, das ist halt
werden wahrscheinlich erstmal irgendwelche Lederlappen sein und Lendenschurz, den wir uns dann quasi, ziehen wir diese Hose, die eng anliegend ist, aus und holen uns dann einen luftigen Lendenschurz. Dass wir dann einfach auch mal, ich meine, wir sind ja auf einer Insel, ne? Und dann kann man auch mal ein bisschen baumeln lassen. So. Well done, Water. Jetzt auch noch Medium Rare und Rare Water. Auch schon mal lustiger. So. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Find a piece of Forge of Nature. Find a piece of Force of Nature. Dieses hier. Das kann nicht verloren werden, wenn wir sterben. Wofür das Ganze gut ist, werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwann rausfinden. Im Moment nimmt es uns nur einen Inventarplatz weg. Jetzt haben wir eine Kiste. Was habe ich denn hier noch alles drin? Eine Tutze. Können wir auch mal da rein tun. Ich glaube, es wird dann irgendwann auch ein bisschen unübersichtlich in unseren Kisten werden. Bei den ganzen Gegenständen, die wir hier finden. Claws und Fangs. So. Hätte gerne diesen Goldbarren jetzt noch. Charakter, das war Crafting, Next Level, Cat Level. Ring. Unsere Rüstung hat sich verbessert und das war's auch schon. Unsere Regeneration ist ein bisschen besser geworden. Wir haben mehr Lebenspunkte, mehr Stamina-Punkte. Und vor allen Dingen, wir können jetzt auf den Table Giftpfeile herstellen und Brandpfeile. Das ist aber nicht das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Bronzepfeile. Die erhöhen den Schaden um 7. Ich wollte aber eigentlich auf was anderes hinaus. Weil wir können uns jetzt herstellen ein Bronzeschwert. Macht 23 Schaden, unser Hammer macht 22 Schaden. Ist vom Attack Speed aber ein bisschen besser. Das Bronze Langschwert macht sogar 27 Schaden. Ja. Wir haben jetzt jede Menge neue Möglichkeiten, Sachen zu craften. Wo ich sehr drauf gespannt bin, ist das Strawberry bisher, weil uns das 50 Lebenspunkte in 10 Sekunden und 10 Stamina in 15 Sekunden herstellt. Dafür brauchen wir Erdbeeren und Milch und Eier. Nichts, was wir nicht beschaffen können. Von daher werden wir uns wahrscheinlich hauptsächlich von diesen Erdbeerdesserts ernähren jetzt erstmal. Nächste Zeit, da werden wir ein bisschen was von produzieren müssen. Apfelkuchen. Wie warmer Apfelkuchen. Immer mein Knüppel in der Hand. Okay, albern genug. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß und wir haben endlich diese Quest abgeschlossen, die mir den letzten Nerv geraubt hat in der vorletzten Runde. Das hat mich ein bisschen, wie sage ich es denn jetzt mal sehr vornehm, abgefuckt. Ja. Wir haben es endlich geschafft, mussten ein bisschen rumtüfteln, mussten ein bisschen tricksen, um das hinzukriegen, aber letztendlich das Ergebnis zählt. Ja.
Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Schalte wieder einrundet und mir vielleicht auch einen Daumen da lasst. Den Wortdreher lasse ich einfach mal so stehen, wie er ist. Ihr wisst sicher, was ich meine. Ja. Bis dahin, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.